In Afrika stehen die Gewerkschaften vor enormen Herausforderungen. Auf diesem Kontinent leben 40% der Bevölkerung von weniger als $2 am Tag. Das Erbe der Kolonialzeit und die zunehmende Handelsliberalisierung haben die Binnenwirtschaften ausgemergelt. Die Armut untergräbt zudem die Mobilisierungsfähigkeit der Arbeiter. Sponjile Cynthia Makonta verdient pro Monat 800 Rand für ihre Arbeit bei Swaziland Polypack. Das entspricht etwa 78 US-Dollar. Wie Millionen Menschen in anderen afrikanischen Staaten und in der ganzen Welt ist Sponjile befristet beschäftigt. Sie kämpft mit ihrem mageren Lohn ums Überleben. Das ist zu wenig Geld. Wir können uns nichts kaufen. Wir kaufen nur Essen, weil die Lebenskosten viel zu hoch sind. Die Abhängigkeit von ausländischen Investitionen hat dazu geführt, dass viele afrikanische Industrien zusammengebrochen sind. Dadurch werden immer mehr Arbeiter in prekäre Arbeit oder Arbeitslosigkeit gedrängt. Gleichzeitig ist die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder geschrumpft. Kleinere afrikanische Gewerkschaften können von den Mitgliedsbeträgen nicht existieren. Aber die Abhängigkeit von ausländischer Hilfe führte dazu, dass manche Gewerkschaftsführer Kontakt zu ihrer Mitgliederbasis verloren haben und korrupt geworden sind. Im Jahr 2005 trat Sponjile der SATU der Vereinigten Gewerkschaft von Swasiland bei. Die Gewerkschaft von Sponjile entstand aus einem Projekt, das vom IMB und seinen Mitgliedsorganisationen der Nationalen Metallarbeitergewerkschaft in Südafrika und der finnischen Metallgewerkschaft unterstützt wurde. Die SATU ist ein Beispiel für die weltweite Arbeit des IMB, um starke, unabhängige Gewerkschaften von Grund auf aufzubauen. Der IMB half mehreren kleineren Gewerkschaften in Swasiland, sich zusammenzuschließen. Die SATU hat 5 Organisationsbereiche, ist nun stärker und in der Lage, für Mitglieder wie Sponjile Nutzen zu bringen. Die Gewerkschaft hat uns geholfen. Sie hat die Situation bei der Arbeit verändert. Die Arbeitgeber haben mit uns gespielt. Aber als wir der Gewerkschaft beigetreten sind, ist unser Generalsekretär gekommen und hat mit dem Arbeitgeber verhandelt. Und nun ist es besser. Die SATU arbeitet auch daran, die Gemeinschaften in Swasiland zu stärken. IMB-Workshops wie dieser sprechen Fragen an, die alle Sektoren betreffen. Heute führen wir einen Frauenworkshop durch. Wir versuchen, die Rolle der Frauen zu stärken, die sie in der Gewerkschaft, im IMB und in den Gemeinschaften, in denen sie leben, spielen müssen. Viva SATU, viva! Viva! Viva, Basebeni, viva! Die SATU wächst weiter. Sie ist jetzt in der Lage, Kampagnen zu koordinieren und Streiks gegen ausländische Unternehmen durchzuführen. Auch in anderen Ländern wie Tansania und Simbabwe gibt es erfolgreiche Gewerkschaftsfusionen. Die Schulungs- und Unterstützungsmaßnahmen des IMB helfen den Gewerkschaften in Mosambik, unabhängiger zu werden. Durch die Unterstützung beim Aufbau von Industriegewerkschaften hat der IMB dazu beigetragen, die afrikanische Arbeiterbewegung insgesamt zu stärken. Egal in welcher Branche sie arbeiten, die Einheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist der Schlüssel zum Aufbau zukunftsfähiger Gewerkschaften in Afrika. Der Aufbau stärkerer Gewerkschaften bedeutet auch die Stärkung der Gemeinschaften, die den Arbeitern helfen können, das Problem der Armut anzugehen.